Frau Czarna, blicken wir noch einmal zurück auf diese Trauerfeier. Wie kann man sich das vorstellen, dass es zu so einer brutalen Attacke gekommen ist und wie hat sich dieser Fall entwickelt? Ich bin als Obfrau Förderung für Frauen mit Migrationshintergrund, wollte der Familie mein Beileid mitteilen. Ich kenne die Familie nicht natürlich persönlich, ich habe auch nie einen Kontakt mit der Familie gehabt. Ich weiß auch nicht, wer die alle in der Wohnung waren, ob das die Bekannten sind, Freunde sind oder Nachbarn sind oder irgendwo woanders. Ich kenne mich da nicht aus. Ich war nur dort mit meinen guten Gefühlen, mit meinen guten Gedanken, dass ich der Familie Unterstützung schenken kann. Rechtsanwälte, finanzielle Unterstützung oder moralische, psychologische Unterstützung. Nicht die Familie selbst, das heißt, die Mama war eh schon sehr traurig. Sie hat nicht reden können. Sie war schon wirklich blackout. Sie ist gelegen im Bett. Wir haben uns mit ihr gesehen. Ich habe ihr gesagt, mein Beileid, es ist tragisch. Ich bin für sie da, wenn sie was braucht. Und so, die Mama ist wirklich ein Engel auf Erde, das muss ich dazu sagen, mit der Vater. Aber die Besucher, die dort waren, dort ist eine Dame gewesen. Ich weiß nicht, ob das von der Familie ist oder ob sie außerhalb der Familie ist. Sie ist uns angegangen mit meinen zwei Freundinnen. MG heißt die eine Freundin und die andere AK. Wir wurden beschimpft in der Wohnung drin, raus mit euch, aber das war jetzt nicht eine normale Rede. Bitte gehen Sie raus, war es nicht. Sie ist einfach aufgestanden. Du bist heiter im Himmel. Ja, auf einmal. Das ist ja das Thema, wo ich sage, wieso, warum, weswegen, was ist denn da jetzt passiert? Sie ist aufgestanden, raus mit euch, ich will euch hier nicht haben, sofort, ich schleicht euch hier raus und dann kamen schon die Schimpfereien. Ich habe dann nur reagiert, steht's auf, gehen wir da raus. Und wir sind Richtung Türe gegangen, wo ich meine Schuhe angezogen habe, ich wollte vor der Tür meine Schuhe anziehen, habe ich hinten ein Schimpfwort gehört, das möchte ich jetzt wieder nicht betonen, habe ich ein Schimpfwort gehört, wo ich dann mich umgedreht habe und gesagt habe, was ist da jetzt los? Wieso beschimpfen Sie uns? Wir sind hier, unserem Beileid euch mitzuteilen, euch zu unterstützen, aber wir werden angegriffen, wir werden beleidigt, wir werden rausgeschmissen. Was ist da los? Das ist Unverschämtheit, das ist Respektlosigkeit, das akzeptiere ich nicht. Und dann bin ich Richtung Auto gegangen mit meiner Freundinnen. Ich wollte meinen Schlüssel anstecken, meine Freundin MG hat mich dann von hinten aus angeschrien, hat gesagt, Czarna, bevor ich mich umgedreht habe, habe ich schon die Schläge bekommen, am Kopfbereich, am Rückenbereich, ich habe da Schwellungen, ich habe da blaue Flecken und es tut noch immer weh, ich bin noch im Krankenstand und psychisch war ich auch nicht mehr in der Lage, ich habe an diesem Moment nicht verstanden, was ist da jetzt los, wieso werden wir attackiert, wieso gehen sie jetzt auf uns los und dann... Meine Freundin hat mich geschützt, ich wollte in die Auto einsteigen, auf einmal waren da 20, 30 Frauen, Männer gemischt, sind alle auf uns losgekommen, alle auf uns drei Frauen und haben gemeint, wieder beschimpft, wieder Wörter gesagt, mir in die Gesicht gespuckt und dann hat es wieder ein Schimpfwort, wenn du eine Ehre gehabt hättest, wärst du mit einem Kopftuch hier, wieder beschimpft, ich bin schockiert. War das die gesamte Trauergesellschaft oder haben auch andere einfach nur zugesehen? Zugesehen. Viele haben zugesehen, ein paar haben geholfen, dass es nicht eskaliert, nicht übertrieben eskaliert. Und manche haben denen geholfen, zum Beispiel der junge Herr, da hänge ich. Ich hänge bei der Dame, die mich attackiert hat, die nicht von, entweder sie ist von der Familie oder sie ist außerhalb der Familie oder ist irgendein Besucher. Diese Frau und zwei Männer, die mich attackiert haben, die möchte ich sehen im Gerichtsverhandlung.